Hallo und herzlich willkommen beim Livestream von mir, dem Blackridge Pictures. Jawohl, hallo, hallo. Auch schon mal an euch da draußen ein großes Hallo. Ich spiele hier nochmal ganz kurz an der Musik rum. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen zu laut. Ihr könnt gerne Rückmeldungen geben im Chat, wie es aussieht. Ja, wir wollen heute über Legion Lore reden. Nicht nur das, sondern auch am Anfang noch ein bisschen was anderes machen. Egal, ich gehe jetzt hier schon mal rüber. Zack. Da seht ihr auch schon, dass wir schon ein bisschen was geschrieben haben. Müsste ich hier vielleicht noch ein bisschen größer ziehen. So. Ich denke mal, das passt soweit. Der zeigt die Smileys gar nicht an. Mensch. Ja, das ist unser Bildschirm, wo wir uns heute am Tag aufhalten können. Das heißt, ihr könnt einfach nur zuhören oder mit mir kommentieren. Das ist dann euch überlassen. Ansonsten könnt ihr auch währenddessen was zocken. Das ist mir völlig egal. Ja, wir wollen erstmal anfangen, bis die Leute so ein bisschen eintrudeln, weil ich denke, die meisten werden erst so ungefähr 10 nach, 15 nach kommen. Aber wir wollen erstmal mit der Q&A anfangen, die Blizzard das den letzten Donnerstag beantwortet hat. Und da wollen wir gleich mal anfangen. Ja, der Stream hat hier ungefähr eine Minute Verzögerung und wenn wir dann nachher zu der eigentlichen Lore kommen, da werde ich euch nochmal dran erinnern. Hier in dem Q&A gibt es jetzt wenig Spoiler, das wollte ich bloß vorher machen, weil ich denke, dass wir vielleicht noch ein bisschen was, bekommen. So, ja, Q&A. Also wie gesagt, jeden Donnerstag macht Blizzard einen Livestream auf Twitch, wo man Fragen einreichen kann, die dann bearbeiten. Und in dem ersten Livestream ging es so ein bisschen um Artefakte, Talente etc. Der nächste Livestream wird sich wahrscheinlich um Berufe handeln, aber der würde erst jetzt am Donnerstag kommen, denke ich mal. Und so sieht das Ganze dann aus. Ja, das ist völlig in Ordnung. Darfst du gerne spielen nebenbei. Passt. Ja, fangen wir mal an mit den Q&A-Dingen, die wir so haben. Als allererstes, es gibt noch kein finales Datum für den Pre-Patch, der momentan auf dem PTR ist, aber es wird wohl in etwa wie bei den anderen Erweiterungen aussehen. Ja, wahrscheinlich irgendwann 27. Juli oder eine Woche vor bzw. zurück. So, in dem Dreh. Die Insel Tal Dranas wird definitiv nicht ein Teil von Legion sein, da das Team bessere Ideen für einen Content hatte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, dass es überhaupt diese Insel geben sollte, wenn ich das mal anmerken darf. Von daher, Wayne. Irgendwo habe ich die mal auf ein paar Screenshots gesehen, aber ich habe mir nie so wirklich viel dran gedacht. In der neuesten Map gab es ja Tal Dranas eher nicht und deswegen war mir das ein bisschen entfallen. Aber auf jeden Fall wird es kein Teil von Legion sein. Das Team hatte eine neue Idee für Content in Legion. Ja, das bedeutet aber nicht, dass es weniger Inhalte gibt, sondern nur, dass man sich für eine andere Geschichte entschieden hat, da man Tal Dranas etwas langweilig fand. So wäre dort weitere Nachtelfenruinen gewesen, die es in anderen Zonen bereits gab. Oder gibt. Falls ihr in Legion einen Gegenstand durch die persönliche Beute erhaltet, es sich dabei aber nicht um ein Update handelt, da ihr ein Item mit einem höheren Gegenstandsstufe habt, könnt ihr es mit einem anderen Spieler handeln. Ich verstehe das so, dass wenn ich ein Item halt zweimal bekomme, also das der Fall sein sollte, dann kann ich das auch verhandeln. Ich mache hier mal die Musik mal ein bisschen sehr leise, weil ich weiß nicht, wie das aussieht. Items, genau. Ich verstehe das so, dass es sich dabei aber nicht um ein Upgrade handelt, da ihr, genau. Also wenn ich ein Item bekomme, was weniger wert ist als das, was ich habe in der persönlichen Beute, dann kann ich das teilen, aber ich verstehe darunter auch, dass ich das Item teilen kann, wenn ich es doppelt erhalte, dass ich das dann auch einfach sharen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe hier immer minus 30 gehabt, ich hoffe es geht, falls irgendwas ist mit der Musik, einfach schreien, ne? Anders als von Tom Schilton gesagt, wird das Artefaktwissen nicht accountweit sein. Was man darunter verstehen kann, weiß ich nicht, aber ich denke mal, dass eben diese Artefaktenergie jeder für sich selbst farmen muss und die halt nicht auf die Twinks verteilt werden. Ich denke mal, das war vorher schon fast klar. In Legion sollten Heiler es einfacher haben, alleine zu leveln und dabei Schaden zu verursachen, auch wenn sie nicht so viel wie NDD austeilen können. Ja,
Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wie das funktioniert, das wird man dann sehen. Ich werde ja eh wahrscheinlich nie einen Heiler spielen. Aber wenn, dann werde ich mir das mal angucken. Und ansonsten gibt es ja immer noch die Möglichkeit, umzuspecken. Und selbst wenn, der Heilerstab macht auch Damage im Shadow, wenn wir jetzt vom Priester reden. Wenn ihr eine Instanz betretet, könnt ihr eure Talente ändern und müsst dafür nicht in einer der Hauptstädte sein oder einen Gegenstand benutzen. Ja, momentan ist es in der Beta noch so, habe ich mitbekommen, dass die Talente nur in der Hauptstadt verteilbar sind, aber man kann die wohl überall ändern, wo man möchte und man braucht auch keine Schriftrollen mehr, wie es jetzt im letzten Falle bei Walls of Draenor der Fall war. Und der Plan, jedes Jahr eine neue Erweiterung zu veröffentlichen, wurde verworfen. Legion wird daher viele Inhaltspatches haben. Ja, wer hätte es gedacht? Das, was mich eigentlich schon, ja, wahrscheinlich schon seit, ich weiß nicht, Burning Crusade sehe. Es wird niemals umsetzbar sein, bei Blizzard eine Erweiterung jedes Jahr zu veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob es ein guter Weg ist, dafür dann jede Menge Inhaltspatches in Legion zu haben, wie das dann umsetzbar ist und ob es dann überhaupt noch ein anderes Add-on gibt. Dazu werden wir dann in dem Lore-Talk kommen, wird sich herausstellen, aber mal schauen, wie sie es umsetzen. Aber ich denke mal, wenn es zu einer weiteren Erweiterung kommt, dann nicht vor in 2 Jahren. Aber das hätte uns ja vorher bewusst sein müssen, nicht wahr? Mit Legion hätte man sich ein wenig verschätzt und nicht damit gerechnet, dass es so viel Arbeit machen würde. Anmerkung, das war jetzt falsch. Eigentlich sollte die Beta zu Legion schon im letzten September starten, weshalb man es auf der Gamescom präsentiert hat. Ja, das, wer hätte damit gerechnet, dass man sich verschätzt hat mit einem Addon, was schon seit Anfang Worlds of Draenor in Produktion war. Ich sag dazu einfach gar nichts mehr. In zukünftigen Patches wird es weitere Inhalte für Suramar geben. Dabei geht es um neue und weitere Teile zu den Nachtgeborenen und Nachtsüchtigen. Wer von den Nachtgeborenen bzw. Nachtsüchtigen noch nie was gehört hat, diese wurden in meines Erachtens das erste Mal in den Chronicles erwähnt. Das ist eine Splittergruppe der Nachtelfen, die sich abgekapselt hat von den Nachtelfen und dann eben nach Suramar gegangen ist. Die werden wir also in Legion sehen, falls ihr die noch nie gehört habt. Dazu aber vielleicht auch noch mal etwas mehr im Lore Talk dann gleich. Anders als in Warlords of Draenor möchte man nicht wieder Story-Punkte liegen lassen. In Warlords of Draenor war dies zum Beispiel Shadrat oder die Arakoa. Ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, ob das umsetzbar ist, weiß ich nicht. Für legendäre Gegenstände gibt es einen Schutz vor Pech, sodass ihr eigentlich irgendwann einen Gegenstand erhalten solltet. Ich weiß nicht, ob ich wirklich was zu den legendären Gegenständen sagen soll. Einerseits finde ich es gut, dass es Legendaries auch einfach so im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße gibt, ja. Andererseits ist es vielleicht auch blöd, dass ich dann halt mein ganzes Equip Orange trage, außer die Artefaktwaffe, die halt eben einen anderen Wert hat. Zu Beginn ist es zwar nicht möglich, bestimmte legendäre Gegenstände zu sammeln, wie einst angekündigt, aber im Verlauf der Erweiterung könnte dies möglich werden. Also wahrscheinlich wie das Fliegen in Warlords of Draenor kurz vor Feierabend. GZ Blizzard. Es wurde darauf verzichtet, legendäre Gegenstände in Raid zu verbieten, da Blizzard denkt, dass mit der Beschränkung auf einen Gegenstand für genug Balance gesorgt ist. Okay, also ich kann nur einen legendären Gegenstand tragen, anstatt das ganze Equip voll? Das ist doof. Nö, will ich nicht. Vielleicht kann ich ja auf der Straße wenigstens alles tragen. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass sie ja, darauf verzichtet haben, legendäre Gegenstände im Raid zu verbieten. Weil, warum? Wenn ich eh dann in dem Falle nur eins tragen kann. Naja, dann, who cares? Es wird weiterhin über Pristine-Server nachgedacht, allerdings wären diese dann nicht für jene Spieler gedacht, die sich nach Legacy-Servern sehnen, sondern ein anderes Publikum ansprechen. Ja, für diejenigen, die wahrscheinlich dieses Thema verfolgt haben oder ja gar nicht wissen, es gab ja mal einen Streit mit einem Privatserver, der dann geschlossen wurde, der auf Classic, glaube ich, lief, oder Burning Crusade, so genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Und da wurde ja darüber nachgedacht, einen Blizzard-internen Server aufzulegen, der eben Classic, Burning Crusade etc. hat. Aber hier wurde jetzt in diesem Q&A gesagt, dass es eben ja nicht für die Leute gedacht ist, die sich nach einem Legacy-Server sehnen, also eben diesen Classic, Burning Crusade-Gedönse, sondern ein ganz Publikum. Ich bin so aufgeregt. Sondern ein ganz anderes Publikum ansprechen. Ist halt die Frage, welches Publikum sie da ansprechen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt und werde mir das, wenn es dann irgendwann mal in wahrscheinlich 6 Jahren rauskommt, mal anschauen. Im Vergleich zu vergangenen Erweiterungen habt ihr in Legion mit Twink sehr viel Spaß, da es sehr viele Inhalte gibt, die an die Klassen gebunden sind. Twinken lohnt sich also mehr als in früheren Addons.
Ja, Sobald Legion veröffentlicht wurde, gibt es jede Woche mehr Artefaktmacht, damit Spieler auch nachträglich sinnvoll einsteigen können. Das würde dann das Twinken erklären. Ansonsten habe ich überhaupt gar keinen Spaß am Twinken. Aber gut. Zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb Legions könnten die Gegenstandsaufwertungen zurückkommen. Von mir aus kennen wir ja schon seit Mob. Die wöchentlichen Events werden zum Start von Legion eine Pause einlegen und zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen. Who cares? Auch aus PvP-Kisten können legendäre Gegenstände gewonnen werden, ebenso durch Dungeons und Raid-Bosse sowie Kisten von Weltquests. Also überall, theoretisch. Ist halt dann eben nur die Chance von 1 zu 1000 oder so. Die Möglichkeit zu fliegen wird in der Mitte der Erweiterung ins Spiel zurückkehren. Ja, sag ich doch. World of Trailer, wieder kurz vor Feierabend. Es gibt keine Pläne, eine weitere Spezialisierung für Dämonenjäger einzufügen. Was auch? Fernkampf-Dämonenjäger? Heiler-Dämonenjäger? Ist ein bisschen komisch, ne? Es gibt keine Pläne, Hard-Modes wie in Ulduar wieder einzufügen, da dies in der Terrasse des endlosen Frühlings fast gar nicht angenommen wurde. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass in Mists of Pandaria, Terrasse des endlosen Frühlings, es einen Hard-Mode gab. Wahrscheinlich ist er deswegen nicht angekommen, weil es niemand wusste. Die Macht des Effekts durch den legendären Ring wird während der Levelphase passiv immer weiter abgeschwächt, sodass er auf Stufe 110 nicht mehr sinnvoll ist. Hä? Das heißt, du kannst den Ring mit 110ern wegwerfen. Schön. Ach so, der neue, den wir jetzt haben, wahrscheinlich. Ah, okay. Ich verstehe. Den Ring, den wir jetzt haben, den können wir noch nutzen bis Level 110, aber dann kannst du ihn austauschen. Okay, alles klar. Macht Sinn. Die alten Legendaries schmeißt er sowieso früher oder wieder später weg. Die DPS-Zahlen in Legion werden wohl wieder Werte wie in Mists of Pandaria annehmen. Mit der nächsten Erweiterung könnte ein neuer Squish kommen, mit dem man allerdings gerne eine permanente Lösung suchen will. Ja, Blizzard hat ja schon gesagt, dass sie mit Legion keinen Squish ausführen wollen. Das letzte Mal hatten wir den, glaube ich, in Warlords of Draenor. Diesmal wollte man einfach gucken, wie es aussieht, und die Zahlen steigen ins Unermessliche. Mit dem letzten Raid hier werden wahrscheinlich einige tolle DDs an 1 bis 2 Millionen Zahlen kommen. Man wird sehen, wie das an der Performance zieht. Momentan gibt es keine Pläne für eine weitere Aufweichung bei den Regeln für die Waffentransmogrifikation. Dies hat vor allem Animationsgründe, von mir aus. Das Team möchte, dass mehr Spieler PvP ausprobieren. Daher wurden die Ausrüstung an Arenen und Schlachtfeldern normalisiert und die Ausrüstung, die man dort bekommt, gleichwertig mit der aus anderen Quellen gemacht. Momentan arbeitet das Team vor allem an der Klassenbalance. Weitere neue größere Veränderungen wird es also wohl nicht geben. Daher starteten die Raid-Tests auch wieder. Ja, das ist eigentlich sozusagen alles Q&A betreffend, was wir jetzt am letzten Donnerstag hatten. Ist ein bisschen viel, ne? Ich weiß. Ich habe zu den meisten Dingen, denke ich mal, was gesagt. Wir kommen gleich zu dem Lore Talk. Lalalala. Ja. Dann auch nochmal an den ganzen Rest, der jetzt nachträglich eingetrudelt ist. Wie gesagt, wir hatten jetzt nochmal ganz kurz die Q&A angeschnitten, die letzten Donnerstag von Blizzard durchgeführt wurde. Am nächsten Donnerstag wird es dann wahrscheinlich um Berufe gehen und danach wird man nachdenken, über Klassen etc. mal zu reden. Wann der Livestream, um welche Uhrzeit der genau ist, weiß ich nicht, aber es wurde gesagt abends, das heißt wahrscheinlich irgendwann um 20 Uhr. So. Dann kommen wir langsam zum Lore Talk. Wie ihr es wahrscheinlich schon hier im Livestream seht, Spoiler Warning. Das heißt, wenn ihr irgendetwas wirklich nicht wissen wollt, wobei ich am Anfang sagen möchte, dass ich erstmal so ein bisschen, ja, das, was wir überhaupt schon wissen, durchgehe, dann halt eben so ein bisschen meine Theorie und dann eigentlich erst so ein bisschen in die Spoiler reingehe. Aber gut, wenn ihr absolut nicht wissen wollt, was abgeht, dann schaltet lieber aus und danke fürs Zuschauen bis hierhin. Ansonsten, wenn ihr dabei sein bleiben wollt, Gott. Ganz ruhig, alles cool. Ob du für ein oder 1000 Streams, ist das völlig egal. Dann werden wir erstmal das Offensichtliche abklären. Ich möchte gerne anfangen mit einem alten Spiel, nämlich Warcraft 3 Reign of Shales. Ich
Wir sind in Rain of Shades mit Illidan in die Tomb of Zagoras gegangen und haben das Auge von Sargeras gelootet, kann man ja schon fast sagen. Und das Spiel ist ja dann im Kampf um den Valkyria ausgegangen. Aber diese eine Szene mit Illidan im Tomb of Zagoras, die hat bei mir doch schon so ein bisschen das Denken ausgelöst. Legion orientiert sich vielleicht ein bisschen an die Oldschool-Warcraft-Teile. Denn auch in Warcraft 3 gab es die Druiden-Erweckungen von Malfurion, wo es ja dann eben, wie gesagt, endete im Kampf um den Valkyrie. Das haben wir jetzt mehr oder weniger auch nochmal. Wir treffen auf ziemlich viele Leute, die wir aus Warcraft kennen oder aus ehemals Warcraft, besser gesagt, Königin Ashara, Savius, ne, das letzte Mal in Well of the Eternity gesehen. Also ehemals War of the Ancients. Mein Deutsch ist heute toll, ne? Ich weiß. Und die werden wir alle wiedersehen. Und wir werden, um da schon mal so ein bisschen in die Spoiler-Szene reinzugehen, ja, auf die Suche nach den Pillars of Creation geschickt. Ich glaube, die heißen, ich weiß gar nicht, wie die heißen gerade. Müsste ich vielleicht mal in Chronicles reingucken, wie die auf Deutsch heißen. Ist auch egal, glaube ich. Wir sollen auf jeden Fall die Pillars of Creation suchen und sammeln und damit dann eben die Bedrohung, die uns gegenübersteht, ja, verhindern, wie auch immer man das gerne nennen möchte. Und jetzt habe ich ja, wie gesagt, schon Chronicles durchgelesen und wir haben das Review noch nicht gemacht. Ich hoffe, dass wir das irgendwann mal im Juli, August fertig kriegen. Aber hier kann ich halt irgendwie nicht das außen vor lassen. Ich hoffe, das ist okay. Pillars of Creation. In Chronicles wurde gesagt, dass die Pillars of Creation in ihrer vollendeten Form, also wenn alle zusammengetragen wurden, wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sie können das gesamte Leben auf Azeroth vernichten. Also es ist sozusagen ein Mechanismus, der das Leben auf Azeroth auf null zurücksetzt und dann, ja, gut, Kataklysmus ist ja dann immer noch, ne? Also Azeroth wird weiterhin so aussehen, wie es jetzt ist, aber es wird halt eben keine lebende Form mehr existieren, die wir kennen. Was mit den ganzen Steinviechern ist, die unter dem Fluch des Fleisches leiden würden, Mechagnome etc., ist, weiß ich allerdings nicht, weil die sind ja im Prinzip keine lebenden Lebensformen, wie auch immer man das nennen möchte. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich, was ich hier von mir gebe. Und ich bin da so ein bisschen skeptisch gegenüber den Pillars of Creation. Einerseits können wir halt damit klar das Portal schließen, weil wenn wir alles Leben auf Azeroth auslöschen, dann ist auch das weg. Das erinnert mich halt so ein bisschen an Halo, ja, wo wir halt versuchen, den Ring zu zerstören, der alles Leben auslöscht. Hier wollen wir aber den Ring in Anführungsstrichen einfach mal nutzen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Vor allen Dingen können auch andere Leute, die Pläne haben, wenn wir jetzt die Pillars of Creation alle gesammelt haben, kommt dann irgendeine Kackwurst an und sagt, hey, jetzt geht mal alle beiseite, ich möchte das hier benutzen. Und er könnte damit rein theoretisch Sargeras beschwören aus dem Wirbelnetter, wo auch immer er sich gerade befindet. Ja, also dazu sind die Pillars of Creation in der Lage. Sie sind in der Lage, selbst Sargeras auf Azeroth zu beschwören. Andererseits können sie aber auch die Legion und alles andere Leben auf dem Planeten vernichten. Man muss in den Pillars of Creation verschiedene Einstellungen tätigen, dass man eben sagt, nur dieser Bereich, wie damals in Uldum, soll gereinigt werden, wo Lei Shen betroffen war, ja, oder eben, ja, nur das böse Leben auslöschen. Das muss man sich dann aber mal angucken, wie das genau funktioniert. In Ulduar damals, als Lei Shen gegen die Tolvir ging, auch in Chronicles behandelt. Da haben die Tolvir auch ein Artefakt benutzt und dann eben alles Lebende auf Uldum ausgelöscht. Ja, extra mal jetzt so die weite Umschreibung. Alles Leben auf Uldum ausgelöscht.
Das heißt, alles, was unter der Erde lebte, hat überlebt. Die Teufel zum Beispiel, die sich dann eben zurückgezogen haben. Egal, darum geht es ja jetzt gar nicht. Legion. Ja. Ich weiß es halt nicht, wie das Ganze dann vonstatten geht. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Lore, aber ich muss halt ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wie weit dieses Addon gehen wird. Ist es vielleicht das Letzte, was wir sehen werden? Kommt danach noch was? Ich meine, wir verlieren ziemlich viele Führungskräfte. Varian stirbt, Vol'jin missing in action, irgendwer stirbt bestimmt auch noch. hier Tyrion Fallring, Trildankt ab, Jizera tot, Cenarius tot. Also im Laufe des Addons muss ich ja dazu sagen. Wir verlieren halt ziemlich viele Kräfte oder Führungspersonen, wie man das auch gerne nennen möchte. Und da ist es halt fraglich, ob wir diese Bedrohung überhaupt besiegen können, ohne ja, Mächte, die uns unterstützen. Weil die Drachen, die können wir auch abschreiben, die haben ihre Kraft in Anführungszeichen schon bei Deathwing vergeben. Ja, also da haben sie sie aufgegeben und das heißt, sie können uns jetzt auch nicht mehr so viel helfen. Sie können zwar immer noch in Anführungsstrichen ihre Feuer speien etc., aber ich denke, dass sie eben das, was sie früher konnten, eben nicht mehr so drauf haben. Zum Beispiel Nostromo kann eben nicht mehr so wirklich in der Zeit umherschauen. Er weiß zwar sowieso, wie es endet, aber er, vielleicht hat er selbst gesagt, ich brauche das nicht mehr wissen. Ich weiß es nicht. Ja, hallo auch nochmal an die Neuen. Wir sind schon im Lore Talk. Ihr habt jetzt sozusagen verpasst, dass ihr auch ausschalten könnt. Pech gehabt. Ich habe auch gehört, dass der gute Furorion wohl eine Rolle spielen kann. Ja, über Furorion könnte ich ja mein ganzes Leben reden. Ich würde sagen, das machen wir im Anschluss. Dass ich nochmal so ein bisschen Trash-Talk mache über Furorion und meine Denkweise dazu. Da möchte ich auch nochmal so ein bisschen auf Chronicles eingehen. Auch wenn ich weiß, dass in diesem Trash-Talk wahrscheinlich die Hälfte davon Müll ist. Aber ich wollte einfach mal meine Gedanken um Furorion dann später ja, preisgeben. Ich vermute, bevor es alles zu Ende kommt, kommt Bolvar nochmal. Vielleicht? Weiß ich nicht. Also ich finde es fragwürdig. Er wird sich bestimmt mal einmischen, aber ob er eine große Rolle spielen wird, weiß ich nicht. Dazu jetzt vielleicht ein bisschen mehr. Prophet Velen hatte eine Vision, ich glaube auch das erste Mal in Chronicles angeschnitten oder schon mal davor, ich weiß es jetzt gerade nicht zu 100%. Prophet Velen hatte eine Vision, dass ein gewaltiges Lichtheer gegen die Legion zieht, angeführt von einem mächtigen heiligen Lichtwesen. Wo vermutet wurde oder wo gemunkelt wurde, worum es sich dabei handelt. Dieser Angriff soll momentan schon lore-technisch in Kommen sein, also schon angeführt werden. Oder vorbereitet werden, wie auch immer. Dazu muss ich ja hier auch sagen, ich verstricke mich heute so viel, wenn ich ein bisschen durcheinander rede, es tut mir leid. Es gibt so viele Infos und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Prophet Velen hatte eine Vision, genau, von einem gewaltigen Lichtheer, was gegen die Legion zieht und angeführt wird von einem heiligen Lichtwesen. Spekuliert wurde ja lange Zeit, dass dies Anduin Wrynn ist, also der Sohn von Varian Wrynn, der ja dann wahrscheinlich im Laufe des Addons King wird. Und ich kann euch diese Theorie widerlegen. Schwarz auf Eis von Blizzard sozusagen. Warum geht die Musik nicht leiser? Puh, vielleicht mache ich die auch aus gleich. Mir kommt die zu laut vor. Egal. Ja, das Lichtwesen, worum es sich handelt, ich möchte euch erstmal so ein bisschen rätseln lassen. Es befindet sich schon auf Argos, das heißt, Anduin Wrynn scheidet aus, da er auf Azeroth ist. Argos ist übrigens die Heimatwelt der Dämonen, da wo die Legion sich vorbereitet auf den Krieg gegen uns. Ja. Und das heilige Lichtwesen, was diese heilige Lichtarmee anführt, das ist, also der Anführer dieser Armee ist anscheinend schon auf Argos. Jetzt könnt ihr gleich mal rätseln, wer das ist. Es gibt eigentlich nur wenige, die das sein können.
Also, ich schließe schon mal ein paar aus. Anduin Rym ist es nicht, da er ja ein Azeroth ist. Gen Graumine kann es auch nicht sein, dass er, weil er irgendwo in Gener so rumsitzt. Sylvanas kann es auch nicht sein, weil die den Platz von Vol'jin einnehmen muss, da Vol'jin missing in action ist. Er kommt aber irgendwann wieder zurück, so viel sei schon mal gesagt. Und wird wahrscheinlich Sylvanas hinrichten lassen. Je nachdem, was sie macht. Troll kann es nicht sein, er dankt seinen Posten als Schaman ab, da die Elemente nicht mehr auf ihn hören seit Garrosh, Makkorah. Also, er hat ja in Worlds of Draenor Makkorah gegen Garrosh geführt und hat beschissen. Und daher hören die Elemente nicht mehr auf ihn und deswegen dankt er jetzt auch ab und gibt seinen Doomhammer ab. Und, wer kann es noch nicht sein? Velen kann es nicht sein. Guldan kann es nicht sein. Wen haben wir denn noch? Tyrion Fordring kann es nicht sein. Tja. Es wurde nämlich jemand entführt von unserer Welt nach Argos. Und das ist niemand Geringeres, auch wenn jetzt gerade alle abgeschaltet haben, niemand Geringeres als Illidan Stormrage. Und ja, genau, jetzt kommt deine Nachricht im Stream. Ach ja, ist das schön. Ich bin ein bisschen geflasht von dieser Nachricht, dass es Illidan Stormreach ist. Ich hätte auch eher an jemand anderen gedacht, wenn ich ehrlich bin. Aber es macht doch irgendwo schon Sinn, weil Illidan war ja eigentlich immer jemand, der für sein Volk gekämpft hat und nie etwas Schlechtes wollte. Er hat ja nur schlecht gehandelt. Und wir als Gemeinschaft Spieler haben ihn eigentlich erst so dem Bösen verurteilt, beziehungsweise eigentlich war es ja Malfurion, der ihn zu einem Bösen Entschuldigung, verurteilt hat. Und ja, das ist halt so die Frage, ne? Ich frage mich gerade, wieso hier jemand getötet werden möchte, aber okay. Ich war halt am Anfang auch sehr skeptisch gegenüber Illidan, aber ich denke, es kann schon hinhauen. Er ist halt kurz nach dem Eröffnungs-Pre-Event verschollen. Guldan hat ihn mitgenommen mit nach Argos und jetzt hat halt Blizzard bestätigt, dass Illidan der Anführer dieser Heiligen Lichtarmee ist und er hat die beste Position auf Argos. Er kann schon jetzt seine Anhänger zusammenfügen. Achso, das ist schön. Ich wollte gerade sagen, hä? Was hat das denn jetzt damit zu tun? wo war ich jetzt? Illidan. Ja, eigentlich ist das Thema ja schon abgeschlossen, nicht wahr? Illidan führt die Heilige Lichtarmee an. Es wird sich herausstellen, ob wir dann irgendwie noch auf Argos gehen oder nicht. Ist halt so ein bisschen fraglich. Weiß es nicht. Das ist eigentlich so der allererste Spoiler, den er bringen wollte. Der zweite Spoiler, der wahrscheinlich ein bisschen sehr massiv ist und das Ende von Legion vielleicht schon verraten wird. Ich weiß es nicht. Ich denke halt, es ist zu 90% das, ja, das, was passieren wird. Aber vielleicht erstmal die Geschichte dazu. Egwene hatte einst in unserer Zeitlinie gegen den Avatar von Sargeras gekämpft und ihn besiegt. Nachdem sie ihn besiegt hatte, blieb das Avatar übrig, also der Körper des Avatars sozusagen blieb übrig. Und Egwene musste sich überlegen, wo sie diesen Leichnam versteckt. Jetzt war ich halt die ganze Zeit der Meinung, dass der Avatar eigentlich verschwunden ist, aber das Ganze wurde auch in Chronicles durchleuchtet, dass der Avatar nicht einfach nur verschwunden ist. Und jetzt kommen die ganzen Kommentare. Was? Illidan? Jetzt muss ich vielleicht doch noch mal ganz kurz auf Illidan eingehen, oder was? Illidan ist auf Argos. Was? Spoiler? Nein. Jetzt wollte ich schon eigentlich zum nächsten Spoiler kommen und ihr seid doch jetzt bei Illidan. Ja, stimmt, der Stream hat eine Minute Verzögerung. Voll vergessen. Klar, da oben rechts.
Oben rechts steht das Spoiler-Warning. Warte kurz, ich blend's kurz aus. Wo ist es? Das da. Hier, guck, da. Das, was gerade aufblinkt. Spoiler-Warning, Spoiler-Warning. Ich zieh's extra mal groß, ja. Hier, Spoiler-Warning. Ach ja. So. Können wir jetzt zum nächsten Spoiler kommen? Ich warte extra nochmal eine kurze Minute wahrscheinlich. Deswegen war da eine Minute Verzögerung. Ich trinke mal was, rauch eine und in der Zeit könnt ihr dann mal gucken, ob wir nochmal über Illidan reden wollen oder über den Avatar von Sagaras. Ich warte einfach mal kurz. Ach ja, Verzögerung des Streams. Ist das nicht schön? Bin auf jeden Fall erstaunt. Facepalm. Vielleicht müsste ich die Frage stellen. Ich seh ja meinen eigenen Stream im Hintergrund. Ja, warum hat er eigentlich eine Minute Verzögerung? Das ist eine gute Frage. Eigentlich sollte der bloß 30 Sekunden haben. So, dann warten wir mal noch kurz. Okay, ich denke mal, dass wir das Illidan-Thema abgehakt haben. Dann können wir jetzt über den Avatar von Sagaras reden, vielleicht, hoffe ich. Ach, das ist ja hier. Oh Gott, das ist ja Gendo. Lol. Das ist ein voll neuer Name. Gar nicht gesehen. Hallo. Dann reden wir über Sagaras. Ja. Also, Eowyn hat ja in unserer Zeitlinie gegen Sagaras gekämpft und hat ihn besiegt. Und danach ist halt der Avatar von Sagaras Überbleibsel hier geblieben und sie musste halt sich überlegen, wo sie das verstecken sollte. Mir ist in dem Moment ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, als ich gesehen habe, oh Gott, der Avatar von Sagaras ist noch irgendwo auf Azeroth wahrscheinlich. Aber gut. Ist halt immer so die Frage. Ach, jetzt ist die Verzögerung weg. Toll. Ja, auf jeden Fall musste sie überlegen, wo sie den Avatar von Sagaras versteckt. Ehrlich gesagt, ich hätte nicht gewusst, wenn ich Eowyn gewesen wäre, wo ich mit dem Zeug hin soll. Aber am allerwenigsten hätte ich ihn dahin gebracht, wo sie ihn hingebracht hat. Ich hätte ihn wahrscheinlich irgendwo, ich weiß nicht, in den Druidenhügeln versteckt. Oder vielleicht in der Sunken City auf, keine Ahnung, in Vashir oder so. Da, wo keiner drüber nachdenkt, in der Perle von Vashir. Ja. Aber wie zur Hölle kommt man auf die Idee, den Avatar von Sagaras in der Tomb of Sagaras zu verstecken? What the fuck? Ja, Eowyn hat den Avatar von Sagaras in der Tomb of Sagaras in Suramar versteckt. Lass das mal kurz auf euch wirken, ich warte mal kurz. Genug gewirkt, gelassen. Ja, okay. Die Frage, die sich mir stellt, als allererstes, why? Warum, Eowyn? Warum? Das war bestimmt zu deiner Zeit eine gute Idee, da ja in dem Moment wahrscheinlich die Broken Shores irgendwo versunken sind und niemand daran mitgerechnet hätte, dass sie wiederkommen. Ja, von daher war es bestimmt eine gute Idee. Aber du hättest auch damit rechnen können, dass vielleicht ein anderer Gul'dan hierher kommt und das nochmal macht. Jetzt stellt sich mir halt die Frage, das Ende von Legion, ist das nicht vorsehbar?
dass wir vielleicht gegen das Avatar von Sargeras kämpfen, die Pillars of Creation holen Sargeras zurück, bringen ihn in den Avatar von Sargeras und wir kämpfen gegen den Avatar von Sargeras in Legion. Yeah. Das ist doch irgendwie komisch, oder? Und dann? Tja, und dann? Dann ist Feierabend. Obwohl, wir können ja den Avatar von Sargeras besiegen. Es bringt uns ja nichts. Ja, es ist ja nur ein Avatar. Sargeras lebt weiter. Wir müssen Sargeras himself im Twisting Nether töten, damit es überhaupt etwas bringt. Und da kommen wir nicht hin. Oder er kommt in seiner wahren Gestalt zu uns und dann sind wir sowieso tot. Also, es ist eigentlich egal, was jetzt passiert. Wenn wir gegen den Avatar von Sargeras kämpfen, dann bringt uns das für die Zukunft nicht viel. Sargeras lebt weiter, selbst wenn wir ihn töten. Aber, ja. Broken Isles waren nie versunken. Nur das Broken Shore. Ist das nicht alles dasselbe? Ist nicht Broken Shore Broken Isles? Diese Insel jedenfalls, diese Inselgruppe. Ne? Asuna, Surama, High Mountain, das alles meine ich im Einzelnen. Ist halt immer fraglich, ne? Ignoriert, sonst würde es sowas wie der High Mountain Tribe oder die Nightborns nicht geben. Ja, siehst du, Nightborns, gut, dass du es ansprichst. Oder die Worgen in Val'Shara und so weiter. Ja, okay, du hast ja recht. So, die Nightborns, die wurden wahrscheinlich das erste Mal in Chronicles erwähnt. Die Nachtgeborenen wurden das erste Mal in Chronicles erwähnt. Das ist eine Splittergruppe der Nachtelfen, die zuallererst nach Soramar gegangen ist. Die werden wir also jetzt wiedersehen. Die haben auch einen Nightwell, der wird wahrscheinlich auch nochmal eine Rolle spielen. Da wird gerade darüber gemunkelt, ob er nicht der neue Well of Eternity werden könnte und es zu einem neuen Shattered Azeroth kommen könnte. Okay, Broken Shore ist nur eine kleine Vorinsel, sorry dafür. Und da wird man auf jeden Fall sehen, wo es dahin entwickelt. Also es wird auf jeden Fall eine sehr große Bedrohung werden. Entschuldigung. Jetzt wurde kurz das Kommentar eingeworfen, die Weltenseele könnte geboren werden und uns beistehen. Was soll ich dazu sagen? Ja, es gibt eine Weltenseele in Azeroth, einen ungeborenen Titan, der nennt sich Azeroth, welch ein Wunder. Die Sache ist, wenn er geboren wird, dann fällt die Hülle, in der er ist, auseinander. Die Welt, es ist wie ein Ei. Das heißt, wenn die Weltenseele geboren wird, existieren wir nicht mehr. Aber vielleicht flüchten wir ja auf Argus und sehen dem ganzen Spiel zu. Und die Weltenseele vernichtet Azeroth und die Legion. Und wir sind alle auf Argus und haben einen neuen Heimatplaneten. Lol. ja. Zu der Weltenseele nochmal ganz kurz. Es gibt ja ein paar Theorien. Die Weltenseele kann korrumpiert werden von den alten Göttern. Für mich ist dies nicht der Fall, da sonst Azeroth ein wenig anders aussehen würde. Die alten Götter, wo sie sind, da beeinflussen sie auch die Natur, siehe Yogg-Saron mit dem Saronit, ja. Andererseits will Sargeras ja auch diese Weltenseele zerstören. Aber ja, das ist halt immer ein bisschen komisch, ne? Was Sargeras damit vor sich hat, weiß ich nicht. Vielleicht will er ihn auch als besten Freund. Kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Aber
Er könnte ihn ja auch zu einem Burning Legion machen. Vielleicht ist das sein Ziel. Dass das Azeroth. Sa sage ich das, sein Ziel ist eigentlich, dass Azeroth ein weiterer General der Brennenden Legion wird, denke ich mal. Woher weiß ich das? Wahrscheinlich das mit der Weltenseele, naja, aus Chronicles, ne? Ich habe ja Chronicles durchgelesen, da ist ziemlich viel Lore drinne. Wir wollen ja noch ein Review dazu machen und ich kann halt nicht Chronicles auslassen, weil da halt sehr viel drin steht, was wirklich Licht ins Dunkle bringt. Zum anderen über die Weltenseele, ja, die in Azeroth ist und da in Entwicklungsstadium ist. Man weiß nicht genau, wie weit sie ist. Es ist bloß eine Frage der Zeit, bis die alten Götter sie erreichen. Es ist eine Frage der Zeit, bis sie aufploppt. Oder halt von Sargeras, keine Ahnung, was auch immer gemacht wird. Also im Prinzip, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, es ist völlig egal, was passiert. Ob Sargeras kommt und die Welt verbrennt, ob Azeroth schlüpft und die Welt auseinanderbricht, ob der Nightwell ein neuer Brunnen der Ewigkeit wird und Azeroth in zwei spaltet. Ich glaube, dieses Addon ist das Letzte, denn wir sind abgefuckt. Egal was passiert. Ja, ich weiß, dass Azeroth anscheinend stärker ist als Sargeras, aber Sargeras könnte ja trotzdem sagen: Hey, sei doch mal mein Kumpel, ich bin voll nett. Er hat schon mal die Form eines Titanen angenommen, also nicht seine komische brennende Form, sondern die Form des wahren Titans und dann eben auf ja doch, auf Argus war das, wo er die Draenei hinter sich geführt hat. Das stand auch in Chronicles drin. Vielleicht taucht er einfach als richtiger Titan auf und sagt: Hey, Azeroth, komm, wir gehen gegen die Welt und dann verderbt er ihn und dann. Das heißt, Azeroth wird mit dem Boden aufwischen, bevor der irgendein General wird, wenn das würde er der Legion anführen. Naja, es ist halt die Frage, wie stark, wie weit ist Azeroth entwickelt, wie lange würde es noch dauern, bis er schlüpft? Und welches Wissen hat. Wissen, Wissen. Welches Wissen hat Azeroth? Weiß er, dass Sargeras böse ist, wenn Sargeras eben in seiner wahren Titanform wie in Chronicles da steht und sagt: Hey Kumpel, komm doch mit auf meine Seite. Hier ist irgendwie ein böser Gegner. Da sind noch, du hast da ein paar alte Götter vergessen und guck mal hier, da ist eine Brennlegion. Und dann halt eben sagt: Yo, komm, wir gehen zusammen und dann verderbt er ihn, dann ist Feierabend. Aber gut, das kriegen wir ja dann eh nicht mehr mit. Wenn Azeroth geboren wird, dann. Aber wie gesagt, das ist mir ja Fargus. Ein weiteres Pünktchen, was uns dem Ende gegenüber führt. Die alten Götter sind nicht in ihrem Bereich die höchste Macht. Sie werden noch von etwas angeführt. Das steht auch in Chronicles. Und zwar von den sogenannten Void Lords. Nun haben die Void Lords wahrscheinlich schon von Azeroth mitbekommen und haben vielleicht den alten Göttern noch ein bisschen mehr zur Seite gegeben. Ich weiß es nicht so hundertprozentig, so viel wurde in Chronicles nicht erwähnt. Aber wenn die Void Lords von dieser Weltenseele wissen, von dieser Weltenseele, die ja alle Titanen übertrifft, dann, ja. Was soll ich dazu sagen? Zu den Void Lords komme ich gleich nochmal. Es ist halt, ja, ich glaube, das ist das letzte Addon. Wie auch immer es enden wird, ob Sargeras kommt, ob Azeroth schlüpft, ob, keine Ahnung, der Nightwell explodiert. Ich glaube, das war's. Ich weiß nicht, wie wir das ohne die Hilfe von anderen bewerkstelligen können. Die Drachen haben ihre Macht nicht mehr. Wir sind ohne Anführer. Wir haben Varian nicht mehr. Trall ist abgedankt. Tyrion Fordring stirbt. Das hatte ich eben gerade schon mal alles aufgezählt. Ja, wir haben eigentlich so wenig Unterstützung. Außer eben vielleicht die heilige Lichtarmee, angeführt von Illidan Stormrage, die gegen die Legionen von innen kämpft. Aber was bringt uns das, wenn Azeroth schlüpft und uns alle umbringt? Dann ist das, was wir schützen, unser Untergang. Schön. Ach ja, Blizzard. Was machst du nur mit diesem Spiel? Ach ja.
Die Lichtarmee, ja. Bei dem Krieg gegen die Legion, angeführt von dieser Lichtarmee, da soll ja auch die Geißel mitspielen. Das heißt, Bolvar Vordrangarn wird sich früher oder später wahrscheinlich einmischen und sagen, wir werden euch unterstützen gegen die Legion. Vielleicht kommt Illy dann auch zurück mit ein paar von Argus, die er auf seine Seite gezogen hat. Und wir kämpfen dann eben gegen die Legion gemeinsam, das kann auch alles sein. Aber der Avatar von Sargeras, Egwene hat ihn alleine besiegt. Wenn wir ihn mit 25 Leuten besiegen, dann ist er auf jeden Fall lame. Ja, aber das ist er jetzt schon. Blade Neuer schreibt gerade, oder noch ein Addon, wo es eine letzte große Schlacht gibt, wo alle gemeinsam kämpfen. Es ist ja jetzt schon die letzte Schlacht eigentlich. Eigentlich ist es ja jetzt schon ein Battle of Here 2.0, wo alle sich vereinen gegen eine große Fraktion. Ist ja jetzt eigentlich schon. Ja, wir vereinigen uns mit der Lichtarmee, angeführt von Illidan Stormrage, die sich gerade irgendwo auf Argus befindet. Und eben wahrscheinlich Illidan dort ein paar Leute mit auf seine Seite zieht. Vielleicht kommt er zurück, dann kämpfen wir mit denen zusammen. Und dann eben noch ein paar Überbleibsel von uns. Mit unseren Artefakten und unseren Pillars of Creation. Und versuchen dann irgendwas zu reißen. Ich weiß es nicht, wo das Ganze enden wird. Also ich bin der Meinung, dass es eben jetzt schon vielleicht ein Ende ist, aber gut. Ich weiß, Blizzard hat bereits gesagt, dass es nicht das letzte Addon ist. Aber was kommt danach? Was kommt danach? Was willst du denn noch machen? Es ist halt schon so, Wenn wir jetzt schon im Thema sind, nächstes Addon, ich bin für ein friedliches Addon, auch wenn das niemand mag. Ja, ich bin für ein Addon des Aufbaus, der Neuerschaffung, neue Führungskräfte unterstützen, dann vielleicht nochmal was Böses, aber wir sind seit Classic nur an Bedrohung, 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 Bedrohung. Und ich finde, es wird langsam Zeit, nach diesem Addon mal vielleicht ein Addon des Aufbaus zu haben, auch wenn das vielleicht niemand haben möchte, aber das wäre mein Ratschlag an Blizzard oder mein Wunsch an Blizzard. Macht ein Addon des Aufbaus, wo wir neue Anführer für unsere Streitkräfte rekrutieren, wo wir die Städte neu aufbauen, wo wir dafür sorgen, dass wieder ein bisschen Frieden herrscht. Wir können ja raiden gehen, aber dann ein Raid des Aufbaus, wo wir Holz sammeln müssen, um Orgrimmar neu aufzubauen. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas halt. Ah! Oder sie erwecken Arthas wieder und dann wird die Legion endgültig vernichtet. Arthas ist... Achso, ja gut. Wieder erwecken. Ich wollte gerade sagen, Arthas ist tot, aber man kann ihn ja retzen. Sylvanas war's. Ich gieße mir mal was Neues zu trinken ein. Sylvanas war's. Hashtag Sylvanas war's. Ist ja nicht wild auf Blümchen pflücken. Ja, ich weiß, aber das wäre halt irgendwie so mein Ratschlag. Es wäre halt irgendwie, weiß ich nicht. Wir haben halt immer nur Krieg, Krieg, Krieg. Und ich finde, es würde sich gut machen, ein Elder des Aufbaus zu haben. Auch ich weiß, dass es sich niemand wünscht. Ihr wollt alle weiterhin bedrohen. Aber was? Wenn ihr schon daran denkt und weitergehen wollt, dann gebt uns auch oder gebt eure Tipps, was ihr denkt, was jetzt noch kommen kann nach Legion, weil, Nehmen wir mal an, wir kämpfen wirklich gegen den Avatar von Sargeras. Wir töten ihn, geht wieder zurück in den Nether. Wir haben ja immer noch den Body. Wir verstecken ihn wieder in Suramar. Eigene Stadt aufbauen, Sim City und World of Warcraft. Ja klar. Ich finde das irgendwie eine gute Idee, ich weiß nicht. Ist nur mein Tipp. Bla.
Ja, noch ein Lore-Spoiler, wenn wir schon in dem Ganzen sind. Eine Zeit des Friedens. Yay. Habe ich hier geschrieben? Freust du dich schon? Hä? What the fuck? Voll alt. Ja, weitere Spoiler, die in Chronicles erwähnt wurden. Vielleicht wissen das einige von euch schon. Macht euch bereit, setzt euch hin. Eine weitere Kraft aus dem Universum hat uns verlassen. Oh, nein! Was ist passiert? Halt, stopp, jetzt rede ich. Select Event. Jetzt geht's wieder. Entschuldigung, da ist kurz mein Chat abgekackt. Broken. Oder die alten Menschenkönigreiche wieder aufbauen. Ich wollte jetzt gerade den nächsten Spoiler erwähnen. Sorry, dass ich euch da ein bisschen unterbreche. Eine weitere Kraft, die uns im Kampf gegen die Legion fehlt, hat uns verlassen. Eine Trauerminute für alle. Die Titanen sind tot. Muss weinen. Lei Shen war der Erste, der das wusste. Als er sich mit Raden auf dem Donnerberg traf, hat ihm Raden die Wahrheit gezeigt, dass die Titanen schon längst tot sind. Das ist alles in Chronicles. Was man für die Zukunft noch machen könnte. Ashara, Naga Story, machen wir jetzt. Die Titanen, machen wir jetzt. Die Old Gods ist noch kein Content, das stimmt. Die Insel am Marschraum, machen wir jetzt. Emerald Dream, machen wir jetzt. Das kommt doch jetzt alles schon mit Legion. Wir kämpfen gegen Ashara. Im Eye of the Ashara. Die Titanen. Wir sammeln die Pillars of Creation. Die sind von den Titanen. Old Gods. Okay. Noch nicht bestätigt. Die Inseln am Marschstrom. Klaus Hall von den Schamanen. Hust. Emerald Dream. Raid. What? Aber hallo. Ich warte eigentlich nur auf die Frage, und was jetzt? Was ist jetzt mit den Titanen? Sind die einfach tot oder wie? Ja, okay. Unser Pantheon ist tot, es tut mir leid. Sagaras ist der letzte lebende Titan und Azeroth, die Weltenseele, ist dann eben der noch ungeborene Titan. Okay. Das Pantheon ist tot, es tut mir leid. Also Amantul, hier, ne? Kaskoros und wie sie nicht alle heißen, Amantul hatte ich schon. Das Pantheon ist tot, es tut mir leid. Was ist mit den Titanen jetzt? Sie wurden hintergangen von einem aus ihren Reihen? Von Sargeras? Der hat die dann nochmal irgendwie besucht und hat die alle umgebracht? Und, Quatsch. Bla, das ist ja voller Müll. Glaube ich. Jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Warte mal kurz, Gedanken ordnen. Sie waren in Azeroth und haben die Welt gestaltet. Dann sind sie fortgezogen. Und Sargeras hat sie. Ja, doch, klar, Sargeras hat sie umgebracht. Entschuldigung. Jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt. In dem letzten Moment hat der Magier, mir ist gerade der Name entfallen, der magische Titan, hat einen Zauber gewirkt und hat die letzte seelische Kraft des Pantheons nach Azeroth bringen lassen und in die Wächter gebracht.
Ja. Das heißt, Freya, Thorim, Mimiron und so weiter und so fort. Da sind jetzt die Titanen oder der letzte Rest der Titanen drin. Nur, dass die das nicht zu 100% wissen. Sie haben zwar mitbekommen, dass eine Kraft in sie gefahren ist, aber Raden ist der Einzige, der das wirklich mitbekommen hat und notiert hat, dass eben die Titanen jetzt wirklich tot sind und es eben keine Kraft mehr gibt, die uns helfen kann. Ich glaube, Raden hat auch vorhergesehen, das mit der Legion. Das wollte er Leshen verhindern. Naja. Ist er nicht mehr dazu gekommen. aber die komplette Welt ist doch noch gar nicht erkundet. Da ist noch Platz für Kontinente. Ja, auf der Rückseite Azeroth zum Beispiel. Das Wasser. Momentan kommen immer mehr Kontinente vorne rum. Ich glaube an einen großen Showdown, dieses Addon oder später. Sargeras gegen Weltenseele. Ich vermute Elun. Sorrows und das, wo die Astralen herkommen, eventuell, sonst fällt mir nicht mehr ein. die Weltenseele ist nicht Elun, sondern Azeroth. Es wird zwar vermutet, dass es Elun ist, aber die Weltenseele hat den Namen Azeroth, den haben ihr auch die Titanen gegeben. Den Showdown werden wir aber nicht mitbekommen, wenn die Weltenseele geboren wird, weil, wie schon gesagt, die Weltenseele ist momentan wie ein Ei. Und wenn das Huhn aus dem Ei schlüpft, dann ist das Ei kaputt. Und so geht es mit unserem Planeten Azeroth dann auch. Das heißt, wenn die Weltenseele schlüpft, dann sind wir tot und wir kriegen den Showdown zwischen Sargeras und Azeroth theoretisch nicht mehr mit, außer in einem Cinematic. Sorrows und das, wo die Astralen herkommen, eventuell. Ja, das ist auf jeden Fall einer der 1000 Planeten, die noch offen sind, wo man hingehen könnte, wo man was noch machen könnte. Ist eine Option. Aber ich könnte euch ja mal meine Theorie preisgeben. Ich habe euch ja schon vorhin gesagt, dass die Old Gods angeführt werden von den Void Lords und die halt irgendwo im Universum stationiert sind und eben ihre Diener rauswerfen, die alten Götter, und eben auf die Planeten säen, um diese zu vernichten, etc., um ihre Existenz fortzubeschreiten. Ich weiß jetzt nicht mehr zu 100%, wie der Planet heißt, wo die Void Lords sind. Aber theoretisch könnten wir dann mit Azeroth auf den Schultern von Azeroth, könnten wir dann theoretisch gegen die Void Lords ziehen. Das wäre doch mal noch ein nächstes Addon. Oder nicht? Und vielleicht sieht Sargeras seinen Fehler ein und hilft uns gegen die Void Lords. Oh. Notfalls kriegen wir Azur auf Argus. Schön. Dazu müssen wir aber erstmal die ganzen Dämonen daraus ballern. Und die Draenei müssen uns immer noch Asyl geben, weil das ist ja ihr eigentlicher Heimatplanet. Und ob die da wieder hinwollen, ist auch fraglich. Asyl auf Argos. Schön. Ich will Asyl auf den Void Lord Planeten. Ich will dahin. Ich bin der Meinung, dass wir da jemanden wiedersehen, den wir schon kennen. Kannst du dann aber gleich im Trash Talk ein bisschen. Ich will gerne noch ein bisschen Lore machen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich versuche ja hier ein bisschen auf Kommentare einzugehen. Durch die Verzögerung ist das immer ein bisschen, ne? Ja, Lei Shen war eigentlich wie Illidan, das stimmt. Gerade ein Gedanke von mir gewesen. Lei Shen war eigentlich wie Illidan. Lei Shen wollte eigentlich nur Gutes bewirken. Er hat ja eben von Raden die Vision bekommen, dass die Titanen tot sind, dass die Legion irgendwann mal über uns hereinfallen wird und er wollte seine Kraft nutzen gegen die Legion, aber ja. Ist halt dann immer fraglich. Velen sorgt schon für das Asyl auf Argus.
Wollen die überhaupt zurück nach Argus? Ich weiß es nicht. Die haben ja eben dann nur die Draenei, die hier sind. Weil alles, was auf Argus an Draenei übrig blieb, das hat ja die brennende Legion. Jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Der Rest der Draenei ist ja schon von der brennenden Legion versklavt worden. Das heißt, da sind ja theoretisch keine Draenei mehr, außer halt die Versklavten oder Veränderten, bla. Das heißt, theoretisch gibt es nur noch die Draenei, die hier auf Azeroth sind. Der Rest ist. Heißt, wenn das Ei schlüpft, schnell in die andere Teile. Ich hab die Ideen. Ich würde es gut finden, wenn sich die zwei Timelines, also von der Original Azeroth und wahrscheinlich von Waters of Draenor, vermischen. Und dass, wenn der Planet auseinanderbricht und Azeroth schlüpft, dass wir dann eben in Alternate Draenor sind. Und dann? Wie wollen wir denn sehen, wie es ausgeht? Wir sehen doch da nichts. Die Portale sind ja dann. Die sind ja dann kaputt. Wir sehen ja nichts, was dann abgeht. Wir wissen nicht, wer gewinnt. Also, wir können Wetten abschließen, dass Azeroth gewinnt, aber ob das dann auch so ist, wissen wir ja nicht. Aber vielleicht hat Gul'dan ja eine Idee und macht ein Portal auf Azeroths Schultern und wir kämpfen dann mit Azeroth zusammen. Was ja echt die Lore so ziemlich im Kopf gibt, eine gute Seite, beziehungsweise muss ich echt die Bücher kaufen oder gibt es da wenigstens leicht sortiert irgendwo, wären dankbar für jeden Link, was? Ich habe vor kurzem ein Video gemacht über die Reihenfolge der Bücher. Den Link kann ich dir geben. Muss ich bloß wieder raussuchen. Moment. Die Reihenfolge da. Ja, das wollte ich. Da. Hier die Reihenfolge der Bücher. Hoffe, das hilft dir. Ja, größtenteils habe ich die Lore im Kopf. Es gibt zwar einige Dinge, die ich immer mal wieder vergesse, wie zum Beispiel den Planeten von den White Lords. Oder den komischen Namen von diesem magischen Titan. Also mit Namen habe ich es meistens nicht, aber die Lore habe ich im Kopf. Ich habe mich trotzdem verschrieben. Rehenfolge. So ein Müll. Kannst du dir rauskopieren und dann später mal angucken. Haben wir noch Lore? Ich überlege gerade. Der Smaragdgrüne Albtraum. Wir werden ja in Legion in den Smaragdgrünen Albtraum gehen und momentan wird vermutet, dass wir ihn sogar reinigen und vernichten. Ich wage es zu bezweifeln. Bitteschön. Weil der Smaragdgrüne Albtraum ist ja durch Xavius und N'Zoth entstanden. N'Zoth hat sich ja dann in dem Smaragdgrünen Albtraum eingenistet und ihn dann eben zu dem gemacht. Das heißt, wenn wir den Albtraum reinigen wollen, müssen wir auch N'Zoth draus vertreiben. Würde also darauf spekulieren, dass wir auch im Laufe von Legion auf N'Zoth treffen, was bisher aber nicht bestätigt würde. Wenn wir nur Xavius töten, dann wird das schlecht die Verbindung oder den Smaragdgrünen Albtraum reinigen. Deswegen ist das halt ein bisschen. Ich denke nicht, dass wir ihn komplett reinigen. Ich denke nur ein bisschen Teil. Bla. Ja, gerne. Wenn du neu dabei. Ich dachte eigentlich, dass hier nur Leute dabei sind, die mich sowieso abonniert haben. Aber willkommen. Ich bin der Blackridge. Oder wir flicken den Planeten wieder zusammen. Genau. Mit den Hilfen der Goblins und Gnomen. Hast du schon mal ein Pflaster? Ich mache ja auf meinem Kanal an Oliver Miller auch NPC-Lore, falls wenn du schon neu bist. Das heißt, ich mache Videos zu den einzelnen NPCs für Illidan, Arthas etc., wo ich eigentlich wie hier einen Podcast mache, wo ihr einfach währenddessen hören könnt und zocken könnt und ich euch dann eben mit Lore beriesele. Da einfach mal auf dem Kanal gucken nach den Playlisten NPC-Lore, World of Warcraft. Habe ich auch jede Menge, ich glaube 94 mittlerweile, immer mehr während.
den ganzen alten Couples, den refurbish ich auch mit der Zeit. Einfach mal reinschauen. Also lege ich neu auf, das heißt bei mir refurbished. Das ist auch allgemeine Lore, Associations zu H.P. Lovecraft und Aktionslore, bla. Nö, ich bin hier zufällig. Ja, cool. Dann auch hallo an dich. Empfohlenes Video. Wow. Ist ja schön. Ich bin auf der Hauptseite von YouTube. Warte kurz. Wow. Jetzt habe ich gerade ein bisschen... cool. Ich bin auf der Hauptseite von YouTube. Yes. Und du? Wenn wir schon mal bei Werbung sind und wir gerade noch so schön miteinander reden, ich mache jeden Sonntag einen Livestream um 15 Uhr, aber nicht immer World of Warcraft. Also nicht immer Lore Talk. Wir machen auch mal Let's Play. Wir machen auch mal Arbeit. Ich mache ja, während ich WoW behandle, auch ein bisschen Arbeit. Das heißt, ich sitze an einem eigenen Film. Den mache ich auch öfters mal sonntags im Livestream. Ich bin aber wahrscheinlich nicht immer auf YouTube, sondern auch mal ab und zu auf Twitch. Aber wenn das jetzt hier so bleibt, dann bin ich bestimmt auch öfters auf YouTube. Aber egal, das ist genug Werbung. Zurück zu Legion. Dafür seid ihr ja hier. Ja, da ist schon der erste wieder gegangen. Siehst du? Komm, redet mal über Werbung, gehen sie alle wieder. Lore, 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 lore. Hype, hype. Ich freue mich halt. Dankeschön. Ich hoffe, die Werbung war okay. So, Lore, was haben wir denn noch über Legion? Eigentlich war es das eigentlich schon so ziemlich. Ich weiß halt nicht, wenn es noch ein Addon gibt, wohin es führt. Kann ich euch nicht sagen. Meine Spekulation ist, dass wir als Endboss den Avatar von Sargeras haben. Da ja, da der Restbody ja in Suramar ist. Dass wahrscheinlich Illidan mit der Lichtarmee zurückkommt und uns hilft, die er dann vielleicht mit auf Argos rekrutiert hat. Und was danach kommt, weiß ich nicht. Das ist echt eine gute Frage. Ich stelle einfach mal die Frage in den Raum, habt ihr denn noch eine Frage zu Legion betreffend der Lore? Ah, da ist doch schon die erste. Wie kommt es eigentlich, dass die Illidari auf unserer Seite kämpfen? Aber Illidan ist doch von Gul'dan versklavt worden. Wieso ist der Mofo, ich weiß nicht, was das heißt, mächtiger als Illidan? Illidan ist doch auch strong as fuck. Mhm. Wie kommt es eigentlich, dass die Illidari auf unserer Seite kämpfen? Muss ich mal kurz drüber nachdenken. Wie kommt, dass die Illidari auf unserer Seite kämpfen? Blizzard hat dazu irgendwas gesagt. Wir versuchen, die Legion mit ihren eigenen Mitteln zu durchbrechen. Wir nehmen Kontakt mit den Illidari auf und die sehen, daher, dass die Dämonenjäger sind, macht das ja Sinn, es ein, sich auf unsere Frage zu stellen. Auf unsere Seite zu stellen. Jetzt habe ich einen Kommentar fast vorgelesen. Da kommt eine Antwort, bevor ich meine Frage habe. Not bad. Du kannst auch deine Frage gerne zu Ende stellen. Jetzt bin ich schon wieder aus dem Konzept gekommen. Ihr macht mich schon fertig heute. Wir brauchen eine Streitmacht, die sich mit Dämonen auskennt, und deswegen haben wir die Illidari gefragt, ob sie uns helfen. Und da sie Dämonenjäger sind und gerne gegen Dämonen kämpfen, stellen sie sich auf unsere Seite. Und deswegen sind sie auf unserer Seite. Ja. Illidan ist doch von Gul'dan versklavt. Ja, halb. Also Gul'dan hat Illidan befreit.
Und dann sind die beiden halt abgehauen nach Argos. Er hat ihn einfach mitgenommen. Er war halt noch ein bisschen geschwächt, denke ich mal. Und deswegen ist das. Ich kann es mir auch nicht erklären. Normalerweise ist Illidan stärker als Gul'dan. Aber vielleicht hat Illidan auch gesehen, den Kopf kennst du doch irgendwo her. Wenn ihr wisst, was ich meine. You are not prepared. Und dann hat er sich vielleicht gesagt, den Kopf kennst du doch irgendwo her. Da hast du doch mal vor X Jahren Magie rausgezogen. Da gehe ich mal mit. Bei Illidan hat er die Magie vom Schädel des Gul'dan aufgezogen. Also unserem toten Gul'dan, nicht den von Warlords of Draenor. Das macht dann Sinn. Hat er gesehen, oh, den kenne ich doch irgendwoher. Da gehe ich mal mit. Das könnte. Ich nehme dann einfach nochmal die Magie vom Schädel des Gul'dan. Du sagtest ja, dass Illidan eventuell von Argos zurückkommt und uns hilft. Ja, das ist halt eine Vermutung, ich weiß es nicht zu 100%. Das ist eine Theorie. Illidan ist momentan auf Argos, es ist Blizzard bestätigt, dass er der Anführer der Lichtarmee ist. Aber ob er zurückkommt, das ist eine Theorie, das kann ich jetzt so nicht zu 100% bestätigen. Ich würde es mir wünschen, dann würde das eben auch mit der Geißel wieder Sinn machen, dass er eben mit Leuten, die er da rekrutiert hat, zurückkommt, dann Bolvar kommt und sagt, hier kommt, ihr habt ja noch ein paar von unseren Geißelkollegen und dann geht's los. Ist auf jeden Fall eine Vermutung. Wäre ein schönes Ende. Irgendwie, also vom Addon. Von World of Warcraft auch. Nächstes Jahr in den Breaking News, World of Warcraft schließt die Server, weil Sargeras kam und Azeroth ist geschlüpft und die Welt ist zerbrochen. Closed Server. So wird Azeroth enden oder World of Warcraft. Die Server werden schließen und dann ein paar Tage später wird die Meldung kommen. Sorry, die Server sind geschlossen, weil Azeroth geschlüpft ist. Die Welt gibt's nicht mehr. Hallo, Dunkelschatten 13. Willkommen im Livestream. Wir sind schon fast durch mit den Spoilern. Der Livestream wird auch, ich denke mal, am Dienstag oder Donnerstag, es kommt darauf an, wie schnell ich es schneide, auch auf hier auf YouTube zu sehen und sein auf meinem Kanal. Das heißt, wenn du jetzt eben erst später zugeschaltet hast, kannst du da nochmal am Dienstag oder Donnerstag nochmal reinschauen. Wir haben jetzt schon ein bisschen über Legion gesprochen, was es mit der Weltenseele Azeroth auf sich hat, die in dem Planeten wohnt. Wir haben ein bisschen über Illidan gesprochen, über den möglichen Endboss in der Erweiterung. Wer hypt das eigentlich auch so wie ich, dass er Lichtkönig himself sich einmischt? Ich habe die DK-Quest-Reihe ja ein bisschen gefeiert. Verstehe ich jetzt nicht. Ach, das ist noch tot. Und wenn Bolvar sich einmischt, dann erst relativ spät. Du meinst schon Bolvar, denke ich mal. Ich komme echt nicht klar mit den Zeiten, also Zeitlinie 1 und 2. Kannst du mir das nochmal erklären und welche Timeline spielt Legion? Die eigentliche Timeline, die allererste, ist unsere auf Azeroth. Das heißt von Classic bis Mob. Und dann Legion. Das ist die eigentliche Timeline. Ja? Warlords of Draenor ist eine Alternative Timeline, die extra abläuft, ein ganz anderes. Das hat damit zu tun, weil Furorio mit der Hilfe von Kairos Dormu ein Portal geöffnet hat nach Draenor und dann Garrosh eben im Buch Kriegsverbrechen geflohen ist nach Alternative Draenor und dort den Zeitverlauf geändert hat. Deswegen ist das eine zweite Zeitlinie. Die erste Zeitlinie ist nur so weit beeinflusst, dass Gul'dan eben, also der zweite Gul'dan von Draenor eben von Ahrimonde zurückgeschickt wurde nach Azeroth in dem Plan, eben die Legion nach Azeroth zurückzuholen. Ich hoffe, das ist okay. Kommt Khadgar nochmal wieder? Ja, natürlich. Er ist der Anführer der Kirrentor. Im neuen Dalaran dann.
Sylvanas, ja, genau. Sylvanas. Ich hab's immer mit meiner Sylvanas. Jaina, so heißt sie. Jaina, verpisst sich ja aus Dalaran. Der ist das alles zu viel und die geht und dann übernimmt Khadgar den Posten vom Anführer der Kirin Tor. Und den werden wir dann eigentlich die meiste Zeit in Legion sehen. Er hat auch Varian im Cinematic gewarnt, dass die Legion wieder da ist. Also wir werden sehr viel mit Khadgar zu tun haben in Legion. Welche Rolle er genau spielt, weiß ich nicht. Er ist ja momentan der Wächter. Aber ja. Volver ist der neue Lichtkönig. Bei den ersten Quests in der Heldenhalle Archeros quatscht er schon rum und will die vier Reiter wieder erwecken. Der Erstgeborene soll Nazgrim sein. Mega nice. Genau. Volver ist der neue Lichtkönig seit Wrestlers Lich King. Seit Legion für wahrscheinlich die für die Todesritter, denke ich mal, Heldenquestreihe, also Artefakt-Questreihe. In Archeros quatscht er schon rum und will die vier Reiter wieder erwecken. Genau. Kommen wir gleich zum Blade. Ich muss eins nach dem anderen. Die vier Reiter will er wieder erwecken. Wiedererwecken ist ja soweit falsch, weil Nazgrim war nie einer der vier Reiter. Er möchte die vier Reiter neu gründen. Ja. Nazgrim, hier Kommander Weißsträhne aus dem Scharlachroten Kloster. Gott, Namen. Das ist das Einzige, was ich in der Lore vergesse. Nazgrim, Weißsträhne. Vier waren es immer. Gemunkelt, dass es Darion Morgraine vielleicht dabei ist oder Tyrion Fordring. Ich glaube, da sind noch ein paar mehr Namen. Wie gesagt, Namen, pff, ne, das Zeug, tut mir leid. Was ist mit Jaina, wenn sie nicht in Dalaran ist? Keine Ahnung. Oder was macht Jaina dann? Kaffee trinken. Keine Ahnung. Ich habe von ihr, seitdem sie aus Dalaran verschwunden ist, nichts mehr gehört. Sie ist aus dem Rat der Kirin Tor ausgetreten. Mehr oder weniger. Weiß es nicht. Vielleicht sehen wir Jaina nochmal. Ich bin Jaina sowieso ein bisschen skeptisch gegenüber. Seitdem sie ihre weißen Haare hat, bin ich da ein bisschen. Ist sie eher ein bisschen komisch drauf. Da hat sie, seitdem sie die weißen Haare hat, hat sie ihre Tage. Und Frauen, die Tage haben, sind meistens nicht so geil. Sorry, Elke. Oder Eike? Eike. Ich bin halt immer noch an der Spekulation, dass Jaina mal ein Boss wird und dass wir sie bekämpfen. Haben wir schon mal. Okay, aber das war ja hier Zeitreise-Gedönse. Meine, jetzt baut sie Terror mal wieder auf. Kann sein. Aber warum? Also, die Frage ist jetzt blöd, aber. Vielleicht baut sie Terrormauer wieder auf. Garrosh ist weg. Sie ist halt sehr skeptisch gegenüber der Horde. Vielleicht baut sie irgendwo neues Terrormauer auf. Spekulationen? Wird das hier noch ein allgemeiner Lore-Talk? Ich bin begeistert. Eigentlich wollte ich schon fast zum Theory Crafting gehen, aber wir haben ja Zeit. Stellt gerne eure Fragen, ich versuche alles zu beantworten. Auch wenn ich, wie gesagt, manchmal mit den Namen etwas hapere. Ich finde, Jaina ist schlimmer als Garrosh, was diese Kriegstreiberei angeht. Ja. Wie gesagt, seitdem Jaina da mehr oder weniger ihre weißen Haare hat, bin ich ihr sehr skeptisch gegenüber. Und sie stachelt ja momentan jeden gegen jeden auf. Und deswegen bin ich halt der Meinung, dass wir früher oder später nochmal gegen Jaina gehen. Aber das ist auch nur eine Theorie. Was sie momentan macht, ich weiß es nicht. Das kann ich auch nur spekulieren. Hat man ja am Ende von Mob gesehen, sie planen wieder Krieg und so weiter und meinten ja, tötet sie. Jaina hat in Fall von Garrosh gar nichts gesagt. Danke, dass du mich als Frau bezeichnest. Bin ein Kerl, by the way.
Naja, aber auch auf Behördengängen steht immer, im Griff kommt Frau Eickel. Ja, sorry. Psst, guck Facebook. Gott, ach da! Bin fertig, trotz Dinge. Was? Wie bitte? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Kannst du da noch was rausschneiden? Alter. Minuten. Kannst du da noch ein bisschen was rausschnippeln oder ist das alles? Alt geworden Stress. Nee, das hat was, glaube ich, mit Terramar zu tun. Nee, Quatsch. Warte, ich guck mal kurz nach. Warum hat Jaina Broadmoor eigentlich weiße Haare? Sie hat sich färben lassen. Jaina. Ups. Ist richtig geschrieben. Pracht. Meer. Lady Jaina Prachtmeer. Weiße Haare. Lalalala. Scroll, scroll, scroll. Lalalala. Ich überlese es gerade mal ein bisschen. Okay. Steht jetzt gar nicht hier in dem Wiki-Dings drinne. Mal hier vielleicht. Lalalala. Lalalala. Das hier könnte es sein. Kurz vor dem Angriff auf die Schlacht um Orgrimmar wollte Jaina mit ihren beeindruckenden Zauberfähigkeiten eine Flutwelle auslösen. Aber Caligos und Trall haben dies verhindert. Ich denke, dass diese Wut, Trauer und dieses magische Artefakt, was sie für diese Flutwelle benutzt hat, dass die vielleicht diese Verwandlung ausgelöst haben. Genau steht es hier aber auch nicht drin in der Wiki um Lady Jaina Portner. Ja, die Lieder sind alle von World of Warcraft. Steht auch irgendwo oben links. So, Jaina meinte ja, dass Varian sie angreifen soll. Hast du das gebraucht? Fraglich. Das mit Jaina wusste ich jetzt nicht zu 100%. Da muss ich jetzt auch mal nachgucken. Ab und zu muss ich selbst noch mal nachgucken. Aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Muss ich mir vielleicht auch mal hier rüberziehen? Dahin. Ach so. Lol.
Entschuldigung. Also ich denke mal, dass es einfach ein bisschen Wut und so war von Jaina Portmore. So, sonst noch Fragen, sonst würde ich gerne zu meinem Trash Talk kommen. Und vielleicht gehe ich dann mal kurz vorher nochmal wohin. Mal eine kleine Werbepause. Aber ich warte noch kurz, ob es noch weitere Fragen gibt. Lore-Fragen. Ihr dürft alles stellen, außer über Medan. Den mag ich nicht. Gibt es da überhaupt schon Lore drüber? Medan. Oh, nichts gefunden. Bah. Welch ein tragisches Ende. Medan. WoW. Hab ich doch richtig geschrieben? Ach nee, habe ich falsch geschrieben. Das ist blöd. Ich glaube, durch die Bombe der fokussierenden Iris sind die Haare weiß. Ja, genau. Aber nee, kann ja nicht sein. In der offiziellen Lore stand drinne, dass sie mit Caligos geflüchtet ist, bevor die Bombe detoniert ist. Sonst wäre sie ja da gestorben. Lalalala. Kannst du ja einfach mal kurz durchlesen, vorlesen. Nach dem Kataklysmus setzte Jaina alles daran, die Beziehungen zwischen Horde und Allianz wieder zu verbessern. Doch kurz vor der Entdeckung Pandarias brachte die wachsenden Spannungen die beiden Fraktionen an den Rand eines neuen Krieges und drohten den letzten Rest an Stabilität zu zerstören. Dann versammelte Garrosh Höllschrei die Armeen der Horde zur Invasion Terramors. Die Allianztruppen sammelten sich in der Stadt, um den Angriff der Horde abzuwehren. Doch sie rechneten nicht mit dem tatsächlichen Ausmaß der verschlagenen und halbtürkischen Strategie des Kriegshäuptlings. Garrosh zog die Truppen der Horde zurück und warf dann eine Mana-Bombe auf Terramor ab. Fast alle, die sich in Terramor aufhielten, starben, darunter auch berühmte Helden der Allianz. Nur Jaina blieb verschont und auch das nur, weil sie von Ronin, Erzmagier Tel Kirrentor, kurz vor der Detonation der Bombe durch ein Portal gedrängt wurde. Eine Stunde? Nee, Theory Crafting, da würde ich gerne auf einen einzelnen NPC gehen. Moment. Ah, da musste ich mich mal kurz übergeben. Wie wäre es denn, wenn einfach mal was kommt noch was. Ah? Wie wäre es denn, wenn einfach mal was kommt, noch was wirklich null behandelt wurde, das eventuell nur eine Handvoll Blizzard-Leute kennen oder was doch nicht ins Games geschafft hat? Ah? Was auch immer. Theory Crafting, nein, da würde ich gerne über einen NPC reden. Meine Theorie dazu, meine Anmerkung dazu. Im Buch wurde die durch ein Portal geschubst und die Energien kamen hinterher oder so. Ja, das ist korrekt. Aber die Bücher haben ja nicht immer was mit World of Warcraft zu tun. Leider. Manchmal machen die auch einfach irgendeinen Hirnschiss. Findest du, dass Varian ruhiger geworden ist seit Mob? Jein? Ist das eine Antwort? Ich weiß es nicht. Varian ist halt ein ziemlich komischer Charakter und eigentlich ist es mir egal, er ist eh bald tot.